willkommen zurück zu Werder Millionär am Dienstagabend. Neue Folge. Immer noch haben wir Belan im letzten Mal dabei und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Danke, ich freue mich auch. Auch wenn ich von der Mine bin und eh wieder verkacke, aber egal. Da kriegen wir schon hin. Ich erinnere nochmal, letzte Folge, 2000 Dollar sind geschafft. Du bist noch 11 Fragen von der Million entfernt und hast noch 50 erreichen. Und Publikum, plus 1 so rum. 2000 sind noch da und 3000 ist die nächste Frage wert. Wir legen los. Was hört man häufig, wenn von einem Filmpartner Maria Schelz die Rede ist? Achille Schröder, Igitt Trittin, Auweia Eichel, O.W. Fischer. Hä? Was hört man häufig, wenn... Läuft noch, alles klar. Was hört man häufig, wenn von einem Filmpartner Maria Schelz... Hä? Woher soll ich das denn wissen? Das ist einfach. Du findest das einfach? Ja, sehr sogar. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe voll den Namen, den ich kenne von dem Typen. Hast du schon mal einen Personalausweis gesehen, der mit Ach, Je und dann im Nachnamen Schröder heißt? Wenn dein Kanal einen Vornamen hätte, hieß ja auch nicht Blue und dann Cheetah und dann Vlog. Noch da? Ja. Ich versuche gerade zu verstehen, was du meinst. Doppelten Vornamen. So doppelten. Bei Büchern, also so Darsteller und alles, die tun ja auch ihre Namen. Abkürzung mit Buchstaben. Ich würde sagen O.W. Fischer. Das kommt mir am... Wollen wir? Das ist wieder reines Raten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag mal O.W. Fischer. Wieder reinklicken so. Ja! Nee! Ich meine, das ist wie J.K. Rowling. Hm? Das ist ja auch abgekürzt. Das lag nur am Vorlesen. Ich meine, du hast mit dem ersten vorne mit Ach, dann Je und dann hast du nach das steht in der Schulter. Oder du hast auch nicht I, Git. Trittin oder Auweia Eichel, sondern Ottfried, irgendwas mit W. Eichel, wie er heißt, und dann Fischer heißt er ja, der Kerl. 3000 Dollar in jedem Fall. Geht nur darum, wie man einfach die ersten zwei Vornamen abkürzt. Ohne Scheiß, ich sollte in der Schule das Fach Allgemeinwissen geben. Ja, oder die Show hier zumindest. Welche Frisur galt in den 80ern als schick? Brahmaputra, Vukuhila, Nessundorma, Kleki Petra. Vukuhila B. Jawoll! 5000. Ach, wenn du redest, dann hört die Musik so im Hintergrund. Ja, die ist ein bisschen lauter als ich deswegen. Ah. Deshalb ist auch so laut, oder was? Nee, allgemein, das Spiel ist eine Aufnahme lauter, leiser gestellt als ich. Ich bin auf 160% in der Aufnahme immer. So, 5000 hast du geschafft. Zwei Joker noch da. Gute Nachricht irgendwie. Ich weiß ja. Musst du nur noch einsetzen können. Bei 7000 vielleicht, mit dieser Frage. Wer eine südafrikanische Münze im Wert von 100 Cent in die Hand nimmt, der hält den Mund, die Klappe, das Maul oder den Rand. Was? Eine südafrikanische Münze im Wert von 100 Cent in die Hand nimmt, der hält den Mund, die Klappe, das Maul oder den Rand. Manchmal ist es gut, alle vier Sachen zu machen. Ja, ich mach's aber jetzt nicht, ich will jetzt rein aus dem Gefühl sagen, das Maul, weil, südafrikanisch, ich denk mal nicht, dass es ein südafrikanisches Tier ist, aber es kommt mir logisch vor, ein Maultier. Das dann auf der Münze dann ein Maultier abgedruckt ist. Oder irgend so ein Tier, was ein sind auf Münzen Maul Tieren im Wort drauf? Hat. Sind denn auf Münzen denn Tieren drauf? Weiß nicht, das ist eine südafrikanische Münze. Aber sich, wir haben ja, Wahrzeichen oder was drauf. Ja, wir haben Adler. Ja, und Brandenburger Tor hat Mauer. Ja, oder ein Adler. Luxemburger hat irgendeinen komischen Kopf auf der Münze drauf. Also jetzt sag mir nichts, ein Tier oder so mit einem Mund oder mit einer
Klappe oder mit dem Rand? Oh, Klapperschlange. Keine Ahnung. Nein. Zwei Joker sind noch da, sage ich nur. Nehmen wir mal einen Joker zur Sicherheit. Plus eins ist wie Zusatzjoker, 55, zwei falsche Antworten weg. Ja, machen wir mal. Zwei falsche Antworten? Zwei falsche Antworten weg. Okay, zwei falsche Antworten entfernen wir. Und die Antworten, die stehen bleiben, sind nämlich noch Antwort C, Maul oder D, Rand? Dann würde ich sagen C, das Maul. Das Maul. Geschätzt. Geschätzt? Gefühlt? Richtig oder falsch? Falsch. Den Rand wär's gewesen. Ich glaube einfach die falsche Zeit zum Aufnehmen heute Abend. Ich glaube, nee, falsche Zeit ist es nicht, sondern es ist generell, ich denke, viel zu kompliziert. Voll der fette Brainfuck. 5000. Egal. Hier, ja, einmal nur die Zahl auf 5000. So, und wir haben einen kleinen Cut hier an dieser Stelle gemacht, denn sie ist weg. Es ist für mich schon ein neuer Tag, also wir haben Montag aufgenommen, jetzt ist gerade Dienstag. Und ja, ich zeige euch mal kurz eine kleine Sache gleich im Spiel, die ich gemacht habe. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ganz egal, ob Kandidaten hier dabei sind jetzt die Woche oder weniger, es macht mir einen riesen Spaß, das Format zu spielen, ehrlich gesagt. Wie findet ihr es? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ganz ehrlich, es macht mir Spaß, einfach mal mein eigenes Werk zu zeigen an euch quasi. Und mal gucken, was daraus noch alles entstehen kann. Erstmal für uns heißt es eine neue Runde. Bitteschön. So, dann mal ran an den Speck. Ich bin motiviert wie sonst was. Lebenswelt an der Software und nach 1000 Jahren der Folgen, 21 Folgen um genau zu sein, jetzt schon die 22. Folge, erkläre ich auch gerne noch ein tausendsten Mal die Regel. Also, erstmal für alle, die das Format nicht kennen, es sind 14 Fragen. Angefangen, $500 ist die erste Frage wert, letzte Frage oben, 1 Million $. Zwei Sicherheitsstufen auf dem Weg dahin haben wir $5000 mit Frage Nummer 5, $50.000 mit Frage Nummer 10. Wir haben drei Joker. Publikum hat einmal eine Funktion, einmal alle im Studio fragen, wie in der alten Version, 50-50, zwei falsche Antworten werden entfernt, plus 1 ist eurem Original die Begleitperson, die dabei ist. Hier in dem Fall, wie gesagt, noch ist diese Testfunktion nicht eingebaut. Ich versuche mein Bestes, das irgendwie reinzubringen. Spätestens nächste Woche müsste es drin sein. Und ansonsten, wisst ihr was? Wer das Format nicht kennt, hier in der Videobeschreibung sind 3, 4, 5 Links, je nachdem wie viel drin sind, zu verschiedenen US-Folgen. Schaut euch an zum aktuellen Format und ich sage nur, let's play, wer wird Millionär mit der allerersten Frage meiner Runde wieder. Los geht's! Und was ich euch zeigen wollte, die neue Funktion, ist diese hier. Natürlich arbeiten auch Familienduell, Glücksrad, Jeopardy, Montagsmaler. Natürlich arbeiten auch Antwort D, Montagsmaler. Richtige Antwort. $500 geschafft. 1000. Bis der Albers in die Wiener aß. Miese Peter, tauge nichts, Hans Wurst oder Schlappschwanz. Dann erst der Hans ne Wurst. C. 1000. 2000. Was lernt bestimmt auch der Brite im Erste-Hilfe-Kurs? Soundkids, Songteens, Rhythm Girls, Beatmen. Soundkids ist falsch. Songteens ist auch falsch. Rhythm Girls, nee. D. Beatmen. Wissen Sie, zu Deutsch, beatmen. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, D. Ich hätte einfach D genommen, weil es logischer wäre als andere, aber es stimmt. Beatmen, beatmen, das muss ich unbedingt merken. $2000 geschafft, wir gehen auf 3000. Was sind auch in Sachsen ziemlich viele? Leib, Zick, Chemnitz. Zigtausende. Da waren zigtausende Leute. B. 3000. Haben wir einen Schiersachsen, die zuschauen?
Schreibt es mal in die Kommentare aus, was. 5000 mit dieser Frage. Welches Land wird durch das Vertauschen der Vokale zum Inselstaat? Tango, Polka, Mambo, Rumba. Durch das Vertauschen der Vokale. Mamba, wir haben Ponga, wir haben Palco und wir haben Rambo. Tongan, nee, oder? Palco, aus Polka wird Palco, nee. Mamba. Stadt namens Mamba? Ich meine ja nicht. Was ist denn mit Rambo? Ich kenne nur Rambo, aber egal. Okay. Mamba. Gibt's Mamba? Oh Gott. Ich nehme 50-50 Joker. Zwei falsche Antworten werden entfernt. Tango oder Polka? Das sollte es mir, glaube ich, erleichtern. Ich glaube, es gibt doch Palco, oder? Oder Tonga, jetzt will ich. Was ist da los? Was machen wir da? Ah, Tonga. Stimmt diese Antwort? Yes! Das ging gerade noch mal gut. 5000 Dollar haben wir geschafft. 7000 ist die nächste Frage wert. Aber die sind wir nicht jetzt, sondern gleich. Nach der kurzen Pause sind wir gleich wieder da. Wer wird Millionär? 5000 Dollar haben wir geschafft. 7000 ist die nächste Frage wert. Und wir haben noch Publikum sowie den Plus 1 Joker übrig. Unsere nächste Frage für schon satte 7000 ist diese hier. Was bringt je noch so gute Abwehrinformation einer Fußballmannschaft an den Rand der Verzweiflung? Flipper-Ecke, Pokerhand, Darts, Billardtor. Also. Abwehrformation. Ein Billardtor. Da es im Fußball keine Banden gibt, müsste es ausfallen. Allerdings, wenn man vom hinteren Mittelfeld oder von der Verteidigung aus nach links Mittelfeld passt, der nach vorne rennt, also quasi so eine Art Bande bildet und dann nach vorne ins Tor reinschießt, wäre es für mich ein Billardtor, zum Beispiel, also über so eine Art, ne, Bande, weißt du, was ich meine? Pokerhand? Eine Pokerhand. Man sagt ja im Fußball, man hat noch ein Ass im Ärmel, also wenn man jetzt noch einen Ersatzspieler hat, der zum Beispiel in den letzten 10 Minuten vorm Spielende eingewechselt werden könnte. Eine Pokerhand für mich zum Beispiel. Dartschuss. Was soll im Fußball ein Dartschuss sein? Ein Dartpfeil wirft man geradeaus. Ein Dartschuss wäre ja geradeaus einfach voll durch. Abwehr ist offen hinten. Bzw. Abwehr ist vielleicht hinten und man kommt von Mittelfeld aus mit einem Lupfer über die Abwehr drüber ins Tor. Wäre auch ein Wunder irgendwie. Flipper-Ecke, was soll das sein? Eine Flipper-Ecke. Heißt das beim Eckball den Ball jemanden zupassen, zurücknehmen, lupfen und dann um die Ecke rein? Weiß ich nicht genau. Also sind für mich momentan nur die Antworten B und D. Aber genau sagen kann ich das auch noch nicht. Ich glaube, ich muss wieder Hilfe zulegen von einem Joker und ich würde mal sagen, das ist eine Frage für die Fußballexperten im Publikum bzw. in den Kommentaren.
Deswegen schreibt mir doch mal eure Meinung rein und ich nehme mal den Pokémon-Joker und sage, bitte stimmt jetzt ab und schreibt auch mit euren Tastaturen eure Meinung rein. Die Abstimmungen laufen. Was sagt das Publikum? 100% sagen die. 100%! Leute, das heißt, Publikum, ist gut. Ja, ist gut. Das heißt, wenn einer von euch das nicht wusste, der kann sich bei A, B, C oder D, A, B, C oder C ansiedeln. 100% heißt, dass man unbedingt wissen muss. Ich tippe mal, es war wohl ganz verkehrt mit meiner Erklärung, aber ich nehme da mal Antwort D, das Billardtor. Letztes Wort. Das Publikum hat sehr oft recht. Und auch in diesem Fall ist es richtig. $7,000 sind geschafft. 7.000, nur noch der Plus 1 ist da und die nächste Frage ist für 10.000 mit folgender kleinen Frage. Was bedeutet fakultativ sinngemäß? Spät, aber nicht zu spät. Nicht schön, aber selten. Kann, muss aber nicht. Oder arm, aber sexy. Fakultativ. Das ist eine Frage für die Deutschexperten unter uns. Fakultativ. Eieieiei. Ich war in Deutsch bis jetzt noch nicht unbedingt der Beste. Ich würde sagen, nicht schön, aber selten. Ich weiß nicht unbedingt, dass das stimmen könnte. Ich meine, ich sag oft, das ist nicht schön, aber selten. Aber so fakultativ, das weiß ich jetzt nicht. Kann, muss aber nicht. Wäre für mich eine Option, ehrlich gesagt. Könnte man theoretisch machen. Aber sexy, das glaube ich einfach nicht. Spät, aber nicht zu spät, schließe ich auch aus. Ich meine, es wäre doch eher Antwort C. B nicht schön, aber selten. Das glaube ich nicht. Ich nehme C, kann aber muss nicht. Was stimmt denn davon? Ist es Antwort C? Ist Antwort C. 10.000. Okay, $10,000 haben wir somit. 20.000 ist die nächste Frage. Ich guck mal gerade, was die Zeit sagt. Oh, easy going. Die Frage sollten wir noch schaffen. Das ist diese hier. Welcher Cocktail erfreut sich nicht nur in den USA großer Beliebtheit? Hawaii Thai? Main Spain? Tex-Mex? Carolina China. Ha. Ich glaube Tex-Mex. Im Sinne von Texikanisch-Mexikanisch. Ich glaube, da gibt es auch so Sachen, die schön scharf sind. C. Tex-Mex. C. Tex-Mex. Stimmt die Antwort? Jawohl! 20.000 in der Tasche. Noch zwei Fragen bis zu $50.000. Das kann also mit uns noch sehr gut weitergehen. Ich bin mal gespannt, wie das in der nächsten Folge weitergeht. Denn das war Folge Nummer 22 von Wer wird Millionär. Wir machen morgen weiter Folge Nummer 23. Wie gut das läuft, schauen wir mal. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Ich bin Bosse Lachen, Rasse Peter Glas. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, einen schönen Tag, einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis morgen am Mittwoch. Ciao.